Dani Alves sucht neuen Club. Der erfolgreichste Fußballer der Welt ist auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber und dafür nutzt Dani Alves den ungewöhnlichen Weg über die sozialen Medien. Der zuletzt beim französischen Meister Paris Saint-Germain unter Vertrag stehende 36-Jährige schrieb auf Instagram: "Ich suche einen neuen Job, wohin soll ich meinen Lebenslauf schicken? Lass mich wissen, wenn du Zeit hast, ihn zu lesen." Der brasilianische Rechtsverteidiger kann in seiner Karriere 40 Titel vorweisen. Darunter 3 Champions League-Siege mit dem FC Barcelona, 6 Meisterschaften in Spanien, einen italienischen und unter Thomas Tuchel bei PSG 2 französische Ligatitel. Ribéry im Fokus von Liverpool. Nach seinem Aus beim FC Bayern München ist Franck Ribéry noch immer auf der Suche nach einem neuen Club. Jetzt schreiben französische Medien, dass sogar der FC Liverpool zu den Interessenten gehört hat, da Jürgen Klopp als großer Fan des Franzosen gilt. Da der deutsche Trainer jedoch keinen Kaderplatz in der Reds-Offensive mehr zur Verfügung hat, kommt der Deal nicht zustande. Wohin es Ribéry verschlagen wird, ist derzeit noch völlig offen. Bale-Wechsel gescheitert? Der eigentlich sicher geglaubte Wechsel von Gareth Bale zum chinesischen Erstligisten Jiangsu Suning ist allem Anschein nach gescheitert. Die BBC berichtet, dass der Deal nicht zustande kommen wird. Real Madrid habe den Transfer letztlich blockiert, über die genauen Hintergründe macht der BBC keine Angaben. Seit Wochen signalisierte Trainer Zinedine Zidane, dass er ohne Bale plant. Der Kreuzbandriss von Marco Asensio könnte die Planungen bei den Königlichen aber noch einmal durcheinandergewirbelt haben.